13 die erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Stärkung von Maßnahmen zur Demokratieförderung, Vielfaltgestaltung, Extremismusprävention und politischen Bildung. Für die Aussprache ist hier eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Und ich bitte Sie, dass wir die Plätze zügig einnehmen. Und ich eröffne die Aussprache. Bitte nehmen Sie jetzt Platz, diejenigen, die noch stehen. Und ich eröffne die Aussprache und ich erteile das Wort für die Bundesregierung der Bundesministerin Lisa Paus. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauende, es ist nun 10 Jahre her. Im August 2013 war es, da legte der zweite NSU-Untersuchungsausschuss dem Bundestag seinen Abschlussbericht vor. Und das Gremium empfahl, ein Bundesgesetz einzuführen, das die Förderung des zivilgesellschaftlichen Engagements gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus neu ordnet und das für Verlässlichkeit sorgt und Planungssicherheit bietet. Heute ist es soweit. Anders als die Vorgängerregierungen haben wir mit dem Entwurf eines Demokratiefördergesetzes nun endlich was vorgelegt, setzen es endlich um. Und ich danke Nancy Faeser ganz ausdrücklich und dem Bundesinnenministerium für die sehr, sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Werte Zuschauende, wir wissen es alle, Demokratie ist nicht selbstverständlich. Gerade in dieser Zeit wissen wir das. Sie lebt davon, dass wir jeden Tag dafür einstehen, dass wir überzeugte Demokratinnen und Demokraten haben. Und deshalb möchte ich auch gerade heute die Verteidigerinnen grüßen. Es gibt heute Junge und Alte, die bei Veranstaltungen zu 175 Jahre Märzrevolution, die sich in 2 Tagen jährt, und auch einige Tage vor dem Tag gegen Rassismus heute Veranstaltungen machen in Berlin, in Bremen, in Erlangen, in Hamburg, in Hamm, Köln, Mainz, Nürnberg, Rathenow, Sindelfingen und Solingen. Herzliche Grüße für Sie, die aufrechten Demokratinnen und Demokraten in diesem Land. Und natürlich ist auch die gesamte Bundesregierung, alle Bundesministerien aufgerufen, Maßnahmen zur Demokratieförderung zu entwickeln. Und es gibt ja auch welche. Allein in meinem Haus gibt es bereits Projekte von A wie Aktion Zivilcourage, die Schutzkonzepte für Menschen entwickelt, die sich in ihren Kommunen für das Gemeinwesen einsetzen, über L wie das Lidice Haus in Bremen, das Jugendlichen zeigt, wie sie aktiv sich in die Gesellschaft einbringen können, über S wie Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. 3.800 Schulen sind inzwischen dabei. Bis Z wie Zentralrat der Juden, der mit Meet a Jew persönliche Begegnungen mit Jüdinnen und Juden ermöglicht, um stereotype Zuschreibungen aufzulösen. Mit unserem Demokratiefördergesetz wollen wir nun sicherstellen, dass solch ein zivilgesellschaftliches Engagement auch dauerhaft funktioniert und damit nachhaltig wirken kann, und das auch für alle Altersgruppen. Denn Attacken gegen Migrantinnen und Migranten, gegen Jüdinnen und Juden, gegen Muslime, auf Queere, Behinderte und auf Frauen, das sind eben Angriffe auf unsere ganze Gesellschaft. Deutschland ist eine wehrhafte Demokratie. Zu einer wehrhaften Demokratie gehört, sie zu verteidigen, ihre Feinde zu bekämpfen, aber eben auch die Demokratie selber lebendig zu machen, sie zu stärken, sie zu fördern, also Prävention zu machen gegen all die antidemokratischen Tendenzen. Und darum ist dieser Gesetzentwurf so wichtig. Er beinhaltet einen klaren Auftrag des Bundes zur Demokratieförderung, zur Extremismusprävention, für politische Bildung und zur Gestaltung von Vielfalt, bedarfsorientiert und lokal. Aber was der Gesetzentwurf ausdrücklich nicht enthält, das ist eine Extremismusklausel. Denn für die gibt es weder Anlass noch Bedarf, meine Damen und Herren.
Es gibt keinen Anlass, weil zum Beispiel das bestehende Bundesprogramm Demokratie leben, in dem mehrere tausend Einzelprojekte bereits seit 2015 gefordert wurden, keine Mittel missbräuchlich verwendet wurden und nur in Einzelfällen in Projekte eingegriffen werden musste. Und es gibt keinen Bedarf, weil es nachgerade absurd ist, gerade jenen Menschen grundsätzlich zu misstrauen, die sich für unsere Demokratie einsetzen und dafür ein komplexes Antragsverfahren durchlaufen. Werte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauende, wir wollen mit dem Gesetz auch einen Beitrag leisten, die Spaltung der Gesellschaft zu verhindern und den Zusammenhalt zu fördern. Außerdem setzt dieses Gesetz auch auf volle Transparenz. Auch die Bundesregierung wird Rechenschaft ablegen über Art, über Inhalt, über Umfang und über Wirkung der Maßnahmen. Und deshalb bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank. Und für die Unionsfraktion hat das Wort Christoph de Vries. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine lebendige, wehrhafte und funktionierende Demokratie braucht auch überzeugte Demokraten. Das ist eine zentrale Lehre auch aus der Weimarer Republik. Oder um es einfacher auszudrücken, in den Worten des ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert: Demokratie braucht Demokraten. Lassen Sie mich die gute Nachricht vorwegnehmen. Seit über 70 Jahren leben wir in der Bundesrepublik Deutschland und seit mehr als 30 Jahren im vereinten Deutschland in einer lebendigen, wehrhaften und pluralistischen Demokratie. Und das haben wir in all der Zeit ganz ohne ein Demokratiefördergesetz geschafft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und anders als die Ampelparteien sind wir der Überzeugung, dass das Wohl und Wehe unserer Demokratie nicht davon abhängt, dass politisch erwünschte Weltanschauungen staatlich zu prämieren oder dauerhaft zu finanzieren sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Genau das wollen Sie aber, wenn Sie von Planungssicherheit reden oder wie die Bundesinnenministerin von verstetigter finanzieller Unterstützung der Zivilgesellschaft. Dabei ist der Kern eines zivilgesellschaftlichen Engagements in unserem liberalen Rechtsstaat doch die Unabhängigkeit vom Staat und den jeweiligen Mehrheiten, die wir haben. Wir als Union wollen keine Zivilgesellschaft, die zur Zahlungsempfängerin der Bundesregierung degradiert wird und am Gängelband des Staates hängt. Wir wollen Kirchen, Verbände, Vereine und Gewerkschaften, die ihre Interessen gegenüber dem Staat selbstbewusst vertreten, selbst definieren und ihm dabei, auch wenn es erforderlich ist, als Machtkorrektiv auf die Füße treten, liebe Kolleginnen und Kollegen. In Ihrem Gesetz ist in jedem zweiten Satz von Vielfalt die Rede. Aber wenn ich mir die Bundesregierung und speziell das Familienministerium anschaue, die FDP will ich da ausdrücklich ausnehmen, dann erleben wir doch häufig genau das Gegenteil. Wir erleben in integrations- und gesellschaftspolitischen Debatten einen grünen Habitus, der von Absolutheit, Moralisierung und mangelnder Diskursfähigkeit geprägt ist, meine Damen und Herren. Man könnte auch sagen, das Gegenteil von Vielfalt. Das ist doch leider die Realität. Und das beste Beispiel, Herr Lehmann, Sie sind heute da, sind ja auch Sie, der mehr als Aktivist, denn als Staatssekretär im Familienministerium auftritt und der jeden, der eine andere politische Haltung hat, als Sie selbst persönlich diffamiert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das lässt für die künftige Förderpolitik wahrlich nichts Gutes erwarten. Schauen wir uns doch nur mal an, das aus Steuergeldern finanzierte die Meldestelle für Antifeminismus. In diesem PETS-Portal können von der Meinungsfreiheit gedeckte, aber politisch missliebige Äußerungen nunmehr angeprangert und diffamiert werden. Statt unsere Demokratie zu fördern, wird mit solchen Maßnahmen aber politisches Denunziantentum gefördert. Und ich sage es ganz deutlich an dieser Stelle, ein staatlich finanzierter Pranger, mit dem demokratische Meinungen innerhalb einer pluralistischen Gesellschaft angeprangert werden, liebe Kollegen, das ist nicht fortschrittlich, das ist totalitär und illiberal, meine Damen und Herren. Und das hat auch nichts mit Vielfalt zu tun. Lieber Kollege de Vries, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen? Nein, die erlaube ich nicht.
Im Gesetzentwurf wird ja an vielen Stellen von Vielfaltgestaltung gesprochen. Aber bei genauerem Hinschalten ist das ja auch ein verräterischer Begriff. Es geht doch nicht in der Demokratie darum, die Gesellschaft zu gestalten nach seinen eigenen Vorstellungen. Es geht doch darum, die Freiheit des Einzelnen, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit zu gewährleisten, so wie alle anderen Grundrechte auch. Und ein anderer Umstand lässt uns auch zweifeln. Das ist die Förderrichtlinie zum Demokratiefördergesetz. Die soll zusammen mit den NGOs erarbeitet werden. Dass die im Gesetzgebungsverfahren beteiligt sind, ist ja gut und richtig. Aber dass sie im Anschluss darüber entscheiden sollen, wer in den Genuss politischer Demokratieförderung kommt und wer nicht, das kann doch nicht sein. Das ist eine Verwischung von Staat und Zivilgesellschaft, die wir ablehnen. Letzter Punkt, den ich gerne sagen möchte, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Von jeder politischen Stiftung, die wir in Deutschland haben, vor allen Dingen die parteinahen Stiftungen und die demokratische Bildungsarbeit leisten in unserem Land, wird ein ganz klares Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung gefordert. Ja, es wird nicht nur gefordert, es wird sogar ein aktives Eintreten für unsere freiheitliche demokratische Grundordnung erwartet. Nicht aber in Ihrem Gesetzentwurf für die NGOs. Wir haben dort eine klare Ungleichbehandlung. Dabei ist das doch wirklich eine Selbstverständlichkeit, dass sich jeder Träger eindeutig und ohne Abstriche zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Deutschland bekennt. Wir wollen mit einer Extremismusklausel ausschließen, dass staatliche Fördermittel in die Hände von Extremisten und Verfassungsfeinden gelangen. Denn sonst fördern wir nicht die Demokratie, sondern wir beschädigen sie. Und deswegen ist aus unserer Sicht eine Demokratieklausel auch unerlässlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie mich zum Anfang zurückkommen. Deutschland braucht Demokraten, aber wir sind nicht davon überzeugt, dass Deutschland ein Demokratiefördergesetz braucht. Vielen Dank. Und zu einer kurzen Intervention erteile ich das Wort Sven Lehmann. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Abgeordneter, ich stelle erst mal fest, dass es schon nicht ohne gewisse Ironie ist, dass Sie hier darstellen, dass bestimmte Menschen nicht Widerspruch aushalten, aber selber keine Zwischenfrage zulassen. Das ist schon mal irgendwie sehr bemerkenswert. Aber ich stelle auch gleichermaßen fest, dass Sie hier gerade pauschal Ihrer Rede Kirchengemeinden, evangelische, katholische Kirchengemeinden, Gemeinde, Jugendverbände, jüdische Gemeinden und so weiter alle pauschal in den Verdacht gestellt haben, vom Staat abhängig zu sein und damit nicht mehr unabhängig. Das sollten, finde ich, sollten sich alle Kirchengemeinden, die Zuwendungsempfänger von bestimmten Programmen wie Menschen stärken Menschen, mit denen sie sich gerne ihren Wahlkreisen übrigens rühmen, wenn dort Sachen gefördert werden. Ich finde, das sollten sich alle Zuwendungsempfänger auch in den Kirchen mal genau merken, was sie hier pauschal unterstellt haben. Zweiter Punkt. Und der dritte Punkt, da Sie mich persönlich angesprochen haben, ich würde keinen Widerspruch aushalten oder pauschal Menschen anderer Meinung diffamieren, möchte ich Sie jetzt konkret auffordern, das hier sehr konkret zu belegen, damit das nicht sozusagen in den Verdacht der üblen Nachrede fällt. Deswegen werden Sie hier bitte konkret und nennen Sie Ross und Reiter. Natürlich. Herr de Vries, Sie dürfen antworten. Herr Kollege Lehmann, ich bin Ihnen außerordentlich dankbar für die Kurzintervention. Vielleicht war es doch ein Fehler von mir, Ihre Zwischenfrage nicht zuzulassen. Weil mit Ihren Worten, die Sie eben geäußert haben, Sie genau das bestätigt haben, was ich meiner Rede eben gesagt habe. Sie verdrehen die Tatsachen. Ich will Ihnen das belegen. Sie haben unterstellt, dass Kirchen und andere dann Interessen geleitet wären an dieser Stelle. Das ist nicht der Fall, sondern ich habe gesagt, unser Verständnis von Zivilgesellschaft, jetzt hören Sie mal einen Moment zu, das ist nämlich genau Ihr Problem. Ich habe gesagt, dass unsere Vorstellung von Zivilgesellschaft ist, in einer demokratischen, pluralistischen Gesellschaft, dass ihre Organisationen unabhängig sind vom Staat und dass sie unabhängig von finanziellen Interessen ihre Positionen äußern können. Das ist meine Haltung und ich glaube, das ist ein Kern in einer Demokratie. Zweiter Punkt. Sie haben mich gebeten, zu sagen, meine Kritik Ihnen persönlich gegenüber zu äußern. Ich will Ihnen das Beispiel sagen. Wir diskutieren ja nun und wir beraten es auch demnächst, das Selbstbestimmungsgesetz. Es ist so, dass Sie jeden, der an jeder Stelle Kritik an diesem Gesetzentwurf äußert, und zwar ganz normale Kritik, die sich sogar im Rahmen des heutigen Rechts bewegt, persönlich diffamieren als transfeindlich. Genau, das ist Ihr Begriff immer, den Sie wählen. Und diejenigen, die das tun, die diffamieren Sie oder deren Twitter-Account
Accounts sperren sie. Und deswegen sage ich Ihnen, dass an der Stelle jemand, der für Vielfalt eintritt, einen anderen politischen Toleranzhorizont haben sollte als Sie. Und wir fahren fort in der Debatte. Und für die Bundesregierung hat das Wort die Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordneten, liebe Gäste, lieber Herr Abgeordneter Herr de Vries, ich hätte mir etwas mehr Unterstützung von Ihrer Seite für ein Demokratiefördergesetz gewünscht, weil wissen Sie, wer sich heute am meisten freuen wird, dass das Gesetz endlich eingebracht wird? Das ist mein Vorgänger im Amt, Horst Seehofer. Er hat das immer sehr befürwortet, nur leider bei Ihnen nicht durchsetzen können. Und ich will Ihnen etwas Zweites zurufen. Das hat meine Kollegin im Kabinett, Frau Paus, hier schon ausgeführt. Die Handlungsempfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages wurden ausdrücklich mit Ihrer Fraktion, mit CDU, CSU, hier verabschiedet und haben eben diese Empfehlung ausgesprochen. Meine Damen und Herren Abgeordnete, es ist ein guter Tag. Endlich nach jahrzehntelanger Debatte kommt dieses Demokratiefördergesetz und stärkt die Zivilgesellschaft. Und auch ich darf mich ganz herzlich bei meiner Kollegin Lisa Paus bedanken und ihrem Ministerium, dem Familienministerium, für die herausragend gute Zusammenarbeit. Vielen Dank. Wir sprechen dieser Tage viel über Bedrohung von außen, auch gerade diese Woche wieder im Plenarsaal hier, über gezielte Desinformationen, die von ausländischen Staaten kommen. Insbesondere Russland spielt dort eine große Rolle. Aber diese Diffamierungskampagnen und Falschinformationen gibt es nicht nur von außen, sondern auch von innen. Und deswegen müssen wir unsere Demokratie stärken, meine Damen und Herren. Und ich sage das auch gerade in Ihre Richtung, die ja nicht sehr wertvolle Beiträge reinrufen, wenn ich das mal sagen darf, liebe AfD, mit aller Deutlichkeit, unsere Demokratie ist nicht selbstverständlich. Wir müssen sie aktiv schützen und gegen ihre Feinde verteidigen, von außen oder auch von innen, meine Damen und Herren. Erst vor wenigen Wochen haben unsere Sicherheitsbehörden das bisher größte mutmaßliche Terrornetzwerk von Reichsbürgern aufgedeckt. Ich erinnere nur noch mal daran. Nach den rassistischen Morden der NSU, den entsetzlichen Anschlägen von Halle und Hanau und dem furchtbaren Mord an Dr. Walter Lübcke, den ich persönlich sehr geschätzt habe, ein weiteres Mal die größte Bedrohung für unsere demokratische Grundordnung, weil Umsturzfantasien und weil diese furchtbaren Taten, ist der Rechtsextremismus in unserem Land. Rechtsextremisten sind allerdings nicht die einzigen Feinde unserer offenen Gesellschaft. Auch Islamismus und andere Formen von Extremismus bedrohen unsere Demokratie. Klar ist, es muss jede Form von Extremismus und Demokratiefeindlichkeit entschlossen bekämpft werden. Und ich glaube, da sind die Demokraten auch aller einer Meinung in diesem Haus. 21 islamistische Anschläge haben unsere Sicherheitsbehörden seit der Jahrtausendwende verhindern können. Zuletzt im Januar in Castrop-Rauxel. Dort hatten zwei Brüder nach derzeitigem Kenntnisstand einen Giftanschlag geplant. Wir sind und bleiben sehr wachsam. Aber das ist natürlich das wichtigste Ziel, dass Menschen erst gar nicht zu Tätern werden. Und deshalb ist die Prävention so wichtig, meine Damen und Herren. Deswegen in der Demokratie brauchen wir beides. Prävention und Repression. Und unsere Demokratie ist vor allen Dingen dann wehrhaft, wenn Hass und Gewalt gar nicht erst entstehen. Demokratie beginnt nämlich in den Köpfen und in den Herzen der Menschen, mit dem Denken und Handeln jedes Einzelnen. Deshalb sind Präventionsprojekte so wichtig, die genau dort ansetzen, wo
gefährdete Menschen angesprochen werden. Und wir wollen mit den Präventionsprojekten verhindern, dass sie sich radikalisieren und dass ihre extremistischen Ideologien Gehör finden und andere Menschen möglicherweise noch mit radikalisieren. Darauf zielt zum Beispiel auch unser Bundesprogramm Zusammenhalt durch Teilhabe ab. Es befähigt Engagierte in Vereinen und Verbänden, für demokratische Werte einzustehen. Wer ehrenamtlich tätig ist, das ist die Grundlage dieses Programmes, soll erkennen können, wenn es sich um Rechtsextremismus und Rassismus handelt, und dann entsprechend auch dazu befähigt werden, dort zu handeln, meine Damen und Herren. Wenn eine Übungsleiterin im Sport oder bei der Feuerwehr hört, dass jemand rassistisch beschimpft wird, dann muss sie intervenieren können. Sie muss das Handwerkszeug dafür zur Seite gestellt bekommen. Dort müssen wir unsere Zivilgesellschaft fördern. Wir haben das Projekt Einheit in Vielfalt. Zusammen sind wir stark von der THW-Jugend, was ich hier beispielhaft erwähnen möchte, für Demokratie und Teilhabe als feste Themen. Und es wirkt rechtsextremistischen Tendenzen entgegen. Ich will aber auch zwei Vereine nennen, die im Bereich der islamistischen Prävention tätig sind und sehr gute Arbeit leisten. Das ist einmal Grüner Vogel zu nennen. Er begleitet islamistisch Radikalisierte auf ihrem Weg von der Gewalt weg zurück in die Gesellschaft. Der Verein berät auch Familienangehörige. Und ich möchte auch Violence Prevention Network erwähnen, die sehr gute Arbeit in diesem Bereich leisten, hier in Berlin, aber auch in anderen Bundesländern. Mein Dank gilt heute im Namen der Bundesregierung an all die vielen engagierten Mitglieder dieser Zivilgesellschaft, viele davon, die übermeiste Mehrzahl, sind ehrenamtlich tätig. Sie verdienen unsere Unterstützung. Dafür ist das Demokratiefördergesetz eine wunderbare Grundlage. Aber wir wollen im Namen der Bundesregierung, auch im Namen meiner Kollegin Frau Paus, all diesen Engagierten ausdrücklich dafür danken, was Sie zum Schutz unserer Demokratie Tag für Tag im Ehrenamt leisten. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr auf Ihre Unterstützung im jetzt folgenden Gesetzgebungsbereich. Danke. Und für die AfD-Fraktion hat das Wort Martin Reichert. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir reden heute über das sogenannte Demokratiefördergesetz. Im Programm Demokratie leben sollen jetzt dauerhaft NGOs finanziert werden, die dem linksgrünen Spektrum angehören. Von der Amadeo-Antonio-Stiftung über Vereine, die vom Verfassungsschutz als islamistisch bewertet werden und die da aus der Antifa hervorgegangen sind. Das Leben aber der Schülerin Etsche aus Illerkirchberg hätte kein Demokratiefördergesetz gerettet, sondern nur ein robuster, funktionierender Rechtsstaat, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung kauft und fördert ihre eigenen Vorfeldorganisationen. Das kennen wir aus mancherlei Bananenrepubliken. Einer Demokratie ist das unwürdig. Es ist ein Gesetz, das schädlich ist für unsere Demokratie. Es ist ein Gesetz, das Meinungen, die nicht der Regierungsideologie entsprechen, als demokratiegefährdend diffamiert. Abweichende Meinungen bekämpfen heißt jetzt Demokratie fördern, genauso wie Waffenlieferungen jetzt Frieden fördern. Welch eine Heuchelei! In diesem Gesetz wimmelt es von unbestimmten Begriffen wie Querfeindlichkeit, Antifeminismus und Wissenschaftsleugnung, die angeblich auf der Grundlage dieses Gesetzes bekämpft werden sollen. Der Bund und hier die Ampel ermächtigt sich selbst, eigene Maßnahmen zur vermeintlichen Demokratieförderung durchzuführen. Aber ideologische Maßnahmen, das hat die Corona-Pandemie gezeigt, können sehr leicht der Beginn von Exzessen staatlicher Übergriffigkeit werden. Parteien, die in der Corona-Zeit diffamierten, ausgrenzten, Hass und Hetze verbreiteten, gruppenbezogen menschenfeindlich waren und die Fake News und Lügen verbreitet haben, legen uns heute dieses Gesetz vor. Und um das Vergessen zu verhindern, will ich einige der schrecklichen Zitate hier vortragen.
Frau Strack-Zimmermann warf der ungeimpften Minderheit vor, die Mehrheit zu terrorisieren. Der grüne Maoist Kretschmann bezeichnete Corona-Spaziergänger als Aasgeier der Pandemie. Lauterbach verbreitete die gefährliche Lüge von der nebenwirkungsfreien Impfung. In dieser Zeit standen Staat und linke Zivilgesellschaft Seite an Seite im Kampf gegen unerwünschte, nicht regierungstreue Meinungen. Meinungen übrigens, die sich heute weitgehend als richtig erwiesen haben. Eine dieser linken Organisationen ist die Amadeo-Antonio-Stiftung. Es wurde schon gesagt, dort wurde die Meldestelle Antifeminismus eingerichtet und vom Familienministerium gefördert, das, naja, vielleicht Gottlob jetzt gerade nicht anwesend ist. Ein Denunziationsportal, wo zum Beispiel in der Gender-Ideologie kritische Meinungen gemeldet werden sollen. Es ist eine Meldestelle, mit der Frau Paus das Ziel verfolgt, das Volk zu bespitzeln und mundtot zu machen. Dieses staatlich geförderte Denunziantentum unter Vorsitz der Stasi-Schergin Kahane. Wer das als Demokratieförderung bezeichnet, der zeigt eigentlich nur seine eigene verwahrloste Haltung zur Demokratie. Aber die linksgrünen Deutschlandzerstörer zeigen immer offener ihr totalitäres Gesicht. Hervortritt die hässliche Fratze von Menschenverachtung und Unterdrückung, meine Damen und Herren. Schon lange ist Ihr sogenannter Kampf gegen rechts ein Kampf gegen alle möglichen abweichenden Meinungen geworden. Das sogenannte Demokratiefördergesetz ist ein Gesetz gegen das Volk, das die Linken bei ihrer ideologischen Politik stört, meine Damen und Herren. Kommen Sie bitte zum Schluss. Die Menschen, aber die es wagen, dem linken Totalitarismus entgegenzutreten, das sind die wahren Verteidiger der Freiheit, Herr die Reichert, wahren Ihre Verteidiger unserer Demokratie. Die Feinde der Demokratie und der Freiheit sitzen dort auf der Regierungsbank, meine Damen und Herren. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort Martin Gassner-Herz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mythen und Märchen ranken sich um dieses Gesetzesvorhaben, das haben wir gerade eindrücklich gehört. Endlich können wir heute in der ersten Lesung sehen, was sich tatsächlich im Gesetzentwurf verbirgt, und wir stellen fest, der Weltuntergang ist darin nicht angelegt. Beim tatsächlichen Demokratiefördergesetz handelt es sich um ein schlankes Gesetz, das einen Rahmen schafft, in dem wir künftig Maßnahmen der Demokratieförderung ordnen. Im Wesentlichen werden bestehende Töpfe und Förderprogramme zu einem gemeinsamen rechtlichen Dach gebündelt. Das geplante Gesetz wird zusätzlich ermöglichen, dass Maßnahmen längerfristig, altersunabhängig und bedarfsorientierter gefördert werden können als bisher. Das macht Sinn, denn wer schon mal auf Facebook unterwegs war, der weiß, Demokratieförderung und politische Bildung ist mit 27 Jahren nicht unbedingt schon abgeschlossen. Der hybride Angriff auf unsere freiheitliche, demokratische und plurale Art des Zusammenlebens versucht immer wieder mit Halbwahrheiten, Fake News und Märchen unsere Gesellschaft zu destabilisieren. Diese Erzählstränge reichen vor bis in die Mitte unserer Gesellschaft. Dagegen müssen wir eine Resilienz aufbauen. Stolze Bürgerinnen und Bürger, die Selbstwirksamkeit erfahren haben, weil sie sich engagieren im Verein oder Gemeinderat, wissen, dass unser Gesellschaftsmodell funktioniert und echte Probleme lösen kann. Sie sind Kronzeugen gegen diese Angriffe. Sie wollen wir stärken. Das Demokratiefördergesetz wird keinesfalls eine Blankoermächtigung sein, um Geld nach Gutdünken der jeweiligen Bundesregierung auszureichen. Vielmehr ist es bisher so, dass entsprechende Programme in den verschiedenen Ministerien per Richtlinie über die Mittelvergabe bestimmen. Wir werden nun für mehr Verantwortung beim Gesetzgeber sorgen. Vor der Verabschiedung des Gesetzes gilt es zu beachten, dass die Voraussetzungen der Förderung für Institutionen und Organisationen ausreichend präzisiert werden. Uns ist wichtig, dass diejenigen, die gefördert werden, auch tatsächlich glühende Fans des Grundgesetzes sind. Sie müssen sich der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, der Verteidigung und Förderung der Demokratie, Freiheit und Liberalität unserer Gesellschaft verpflichtet sehen.
Darum wollen wir gemeinsam mit unseren Koalitionspartnern arbeiten und werden für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen sorgen. Wir werden auch auf eine angebrachte Ausgewogenheit und Gleichbehandlung der Maßnahmen achten und auf einen umsichtigen Umgang mit den Mitteln Wert legen. Mein Ansatz ist dabei, dass wir die ganze Stärke der Zivilgesellschaft für unser gemeinsames Anliegen ausschöpfen müssen. Damit meine ich nicht etwa die wenigen Lauten, die sich besonders berufen fühlen, ihre eigenen Ansichten mit manchmal fragwürdigen Mitteln durchzupeitschen. Ich denke an die vielen Musik- und Sportvereine, Feuerwehren, Nachbarschaftshilfen, an all die Orte, wo Menschen in ihrer Freizeit füreinander da sind. Wenn wir das Ehrenamt richtig einbeziehen, ist der Hebel riesig, dass wir mit den Mitteln, die wir einsetzen, auch unglaublich viel für unsere Demokratie erreichen können. Unsere Demokratie braucht stolze Bürgerinnen und Bürger, die sie gestalten. Vielen Dank. Und für die Linke hat das Wort die Kollegin Akbulut. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass das Demokratiefördergesetz endlich umgesetzt wird. Das sind wir den vielen Opfern rassistischer Gewalt in Deutschland schuldig. Mit diesem Gesetz soll das demokratische Engagement der Zivilgesellschaft gestärkt und antidemokratische Entwicklungen bekämpft werden. Seit Jahren wartet die Zivilgesellschaft auf ein starkes Demokratiefördergesetz. Doch der Gesetzesentwurf fällt weit hinter den Erwartungen zurück. Er muss an mehreren Stellen deutlich verbessert werden. Erstens, Frau Faeser, ist eine klare Benennung der Fördergegenstände, wie zum Beispiel die mobilen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus und andere Organisationen, notwendig. Zweitens brauchen zivilgesellschaftliche Akteure wie die mobilen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus eine langfristige Förderung und vor allem Planungssicherheit. Im Gesetzentwurf wird ein Förderanspruch ausdrücklich nicht genannt. Drittens müssen verbindliche Regelungen im Gesetz genannt werden, damit die Zivilgesellschaft an der Weiterentwicklung und Umsetzung des Gesetzes beteiligt wird, und das von Anfang bis zum Ende des Prozesses. Außerdem ist im Gesetzentwurf von jeglicher Form von Extremismus ständig die Rede. Es ist aber wichtig, dass das Gesetz den Schwerpunkt auf die größte Bedrohung unserer Demokratie legt, nämlich dem Kampf gegen Rechtsextremismus, wie wir es auch heute hier in dieser Debatte sehen. Rassistisches, antisemitisches und homophobes Gedankengut ist leider kein gesellschaftliches Randphänomen mehr. Längst sind diese Ideologien in der bürgerlichen Mitte inzwischen vertreten. Auch dieses Problem muss ein starkes Demokratiegesetz bekämpfen. Es gibt auch große Kritik, Frau Faeser, von den migrantischen Selbstorganisationen. Das Demokratiefördergesetz sollte die demokratische Teilhabe von Migrantinnen stärken. Gerade migrantische Organisationen sind überwiegend ehrenamtlich engagiert, und ihnen fehlt es seit Jahren an struktureller und dauerhafter Finanzierung. Deswegen fordert die Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen, dass etwa 25% der Gelder an migrantische Organisationen fließen. Die Vielfalt der Akteurinnen innerhalb unserer Migrationsgesellschaft müssen hier stärker berücksichtigt werden. Ich komme zum Schluss. Die Bundesregierung hat letztes Jahr einen Referentenentwurf den zivilgesellschaftlichen Organisationen vorgelegt. Die Organisationen haben sehr engagiert konstruktive Verbesserungsvorschläge eingebracht. Die Bundesregierung hat aber den großen Teil dieser Vorschläge bis jetzt ignoriert. Wir werden in den Ausschüssen diese Vorschläge erneut thematisieren und hoffen, dass die Bundesregierung endlich auf die Zivilgesellschaft hört. Eine Extremismusklausel, wie die Union das fordert, lehnen wir selbstverständlich ab. Vielen Dank nochmal an die Engagierten in der Zivilgesellschaft. Ihr seid großartig, macht weiter. Vielen Dank. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Shahina Gambier, die Kollegin Shahina Gambier. Entschuldigung. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, ich möchte mit einem treffenden Zitat von dem Rechtsextremismusforscher Matthias Quent beginnen. Er sagt,
Eine starke Zivilgesellschaft ist der beste Schutz der Verfassung. Denn die Zivilgesellschaft weiß heute viel mehr über die Bedingungen von Solidarität, Menschenwürde und Antidiskriminierung als je zuvor. Zitat Ende. Die Förderung der Demokratie und die Achtung von Recht und Rechtsstaatlichkeit ist selbstverständlich auch Aufgabe des Staates. Aber er kann es nicht alleine schaffen. Rassismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus und andere Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit entgegenzutreten. Er ist angewiesen auf Verbände, Vereine, Initiativen, die ihn dabei unterstützen. Und genau deren Arbeit wollen wir mit dem Demokratiefördergesetz stärken. Denn die Zivilgesellschaft leistet einen wichtigen Beitrag für unsere Demokratie und für unseren Zusammenhalt. Wie zum Beispiel im Bereich Antirassismus. Hier gibt es Projekte, die kommunale Verwaltung oder soziale Einrichtungen darin beraten, rassistische Diskriminierung zu erkennen, die helfen, Gegenstrategien zu entwickeln und Betroffene zu unterstützen. Es geht also auch darum, Rassismus vorzubeugen und abzubauen. Besondere Anerkennung verdienen auch die Arbeit von Opferberatungsstellen und der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus. Sie vermitteln konkrete Handlungsstrategien, zum Beispiel im Umgang mit rechten Narrativen und Bedrohungen. Und insgesamt Projekte zur Stärkung von Demokratie, gesellschaftlicher Vielfalt oder Extremismusprävention verlässlicher fördern zu können, schauen wir jetzt im parlamentarischen Verfahren noch mal hin, wo der Gesetzentwurf ausreicht und kommen wo Sie noch nachgebessert werden kann. Wir wissen, dass hohe Erwartungen an das Gesetz geknüpft sind. Mir ist vor allem eine gute und enge Beteiligung der Zivilgesellschaft wichtig. Vielen Dank. Für die Unionsfraktion hat das Wort Mark Henrichmann. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, an Pathos wird in dieser Debatte ja nicht gespart. Man hat den Eindruck, die Zivilgesellschaft ist ein fester Begriff und er wird sozusagen im Spektrum insbesondere des linken Teils dieses Hauses verortet. Wenn man mal die zitierte Feuerwehr und die Sportvereine sich anschaut, kommen die gar nicht in den Genuss dieses Gesetzes, jedenfalls nicht ohne weiteres. Und so schreibt dann auch ein renommiertes Politmagazin oder warnt vor der Demokratie der Lemminge, politische Vorfeldorganisationen linker Parteien mögen auf Kosten der Allgemeinheit abgesichert werden, von staatlicher Finanzierung abhängig gemacht werden und Mitspracherecht des Parlaments ausgehebelt werden. Und ich finde, mit diesen Vorwürfen muss man sich auseinandersetzen. Und es ist hier wieder dieses politische Labeling, das wir leider häufiger beobachten. Ein Begriff wie Demokratieförderung, wer sollte schon dagegen sein? Aber man muss sich schon die Mühe machen, mal genauer hinzuschauen. Und dann stellt man fest, wir brauchen dieses Gesetz nicht, meine Damen und Herren. Denn schon mit dem bisherigen Zuwendungsrecht können die Ziele dieses Gesetzes erreicht werden, von der Umsetzung bis zur Evaluation. Die langfristige Förderung wird immer genannt. Vergessen wird, dass es auch da ja haushalterische Gründe gibt. Der Finanzminister will 70 Milliarden Euro einsparen, offenbar, wenn man die Wünsche seiner Kabinettskollegen sich anschaut. Wird der Haushalt gekürzt, wird dann eben auch im Teil der Projekte nicht mehr ausfinanziert sein können. All das muss man berücksichtigen. Und wir haben einen Pluralismus in der politischen Bildung schon jetzt. Und ich nenne mal die Bundeszentrale für politische Bildung mit ihrer weltanschaulichen Neutralität. Und der obliegt der sogenannte Beutelsbacher Konsens mit dem Überwältigungsverbot. Das heißt, man lässt den Menschen sozusagen den Weg zum Erkenntnisgewinn einigermaßen frei und zeigt alle Alternativen aus. Unsere Sorge ist, dass Sie es sich hier so einrichten, dass Sie angenehme und auch freundliche Organisationen unterstützen, außerhalb der parlamentarischen Kontrolle. Und das lehnen wir kategorisch ab. Und dann gibt es ja noch die politischen Stiftungen. Da sind wir uns, glaube ich, fast hier alle einig, dass die einen sehr, sehr guten Job machen, jedenfalls was die demokratischen Fraktionen dieses Hauses angeht. Und dann schauen wir mal auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das noch nicht einmal einen Monat alt ist und sich mit den politischen Stiftungen auseinandersetzt. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht, Förderung grundsätzlich ja, aber
dann muss eben die Einrichtung, die gefördert wird, in dem Fall die Stiftung, dauerhaft existieren. Und sie muss den Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Blick haben und dafür ausdrücklich eintreten. Und das ist der Punkt, den Sie hier total ausblenden. Die sogenannte Extremismusklausel interessiert Sie nicht die Bohne. Das soll nur ein kleines Häkchen im Formular sein nach dem Motto freiheitlich-demokratische Grundordnung. Schon mal gehört, finden wir auch ganz okay. Eine ausdrückliche Bescheinigung, eine ausdrückliche Äußerung, dass geförderte Projekte auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, die fordern wir. Und ohne die geht es auch nicht, meine Damen und Herren. Und es ist ja schon ein bisschen drollig, das Selbstbewusstsein, die Gesetzgebungskompetenz wird hier Kraft der Natur der Sache sozusagen bei der Bundesregierung gesehen. Und Sie bescheinigen sich und Ihrem Gesetz einen eindeutig überregionalen Charakter. Auch das ist irgendwie ein bisschen selbstermächtigend hier in dem Fall. Sie schreiben sich hier Kompetenzen zu, glaube ich, die andere kritisch sehen. Sie gehen also hier mit der Brechstange an den Pluralismus in der politischen Bildung ran. Und das zeigen ja auch die Zahlen aus 2022, dass Sie überwiegend 472 Programme rechts gegen Rechtsextremismus sicherlich zu Recht unterstützen, 125 aber nur gegen links und 222 gegen islamistischen Extremismus. Auch hier sehen wir eine Unwucht, und ohne parlamentarische Kontrolle sehen wir hier ein großes Problem. Und das Problem ist, es fehlt Vertrauen. Es wird nicht offen kommuniziert mit niemandem über die Partner. NGOs und Förderberechtigte arbeiten offenbar an den Förderbestimmungen mit. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wäre es ein Unternehmen, würden alle Lobbyismus rufen, hier ganz normal. Und da vermuten eben manche Menschen, dass hier eine politische Agenda dahinter steckt. Und das Problem ist doch, und das sehen wir, es ist Vertrauen in den Staat, in den Rechtsstaat und auch in staatliche Institutionen entstanden. Und den kriegen Sie nicht mit irgendeinem Programm weg, sondern letzten Endes in erster Linie mit dem Benennen von Problemen. Und wir haben die Migrationspolitik als Beispiel. Wenn kategorisch hier Meldungen aus der Mitte dieses Hauses in den rechten Bereich verschoben werden, dann muss man sich nicht wundern, wenn viele Menschen da draußen, auch Landräte von Grünen und SPD, sagen, ich fühle mich nicht mehr wahrgenommen. Das ist doch das wahre Problem für unsere Demokratie in diesem Land, meine Damen und Herren. Und das Selbstbestimmungsgesetz ist angesprochen worden, wenn Menschen, die sich da positionieren und sagen, ich habe da Probleme, auch Frauenverbände oder auch transsexuelle Personen, die sich melden, sagen, pauschal dann eben von der Bundesministerin als reaktionär und menschenverachtend in einem Tweet jedenfalls betitelt werden, ist das schräg. Man hat das Gefühl, Probleme werden einfach nicht mehr benannt. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, ziemlich sicher kein Demokratiefördergesetz, sondern erstmal ein Vertrauenswiederherstellungsgesetz. Das fehlt uns hier völlig. Eine verbeamtete und abhängige Zivilgesellschaft. Unser parlamentarischer Geschäftsführer Thorsten Frey hat das Urheberrecht auf diese Formulierung. Eine Verbeamtung der Zivilgesellschaft, die durch dieses Gesetz zu befürchten ist, wollen wir nicht. Wir lehnen es ab, sind aber durchaus bereit, mitzudiskutieren über den weiteren Weg. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Felix Döring für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, weil es mich schon auch nervt, und ich muss das mal so klar sagen, dass insbesondere auch die Union unsere demokratische Zivilgesellschaft hier ständig unter Generalverdacht stellt und eine Extremismusklausel fordert. Wie wäre es denn mal mit einer Extremismusklausel für Unionskandidaten zum Deutschen Bundestag? Vielleicht wäre uns dann die Kandidatur von Hans-Georg Maaßen erspart geblieben. Meine Damen und Herren, unsere Demokratie ist wehrhaft. Und das bedeutet, dass sie auch mit repressiven Instrumenten gegen all jene vorgehen kann und muss, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung angreifen. Und was die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist, das hat das Bundesverfassungsgericht 2017 erst definiert. Die zentralen Elemente sind die Würde des Menschen, Rechtsstaatlichkeit und das Demokratieprinzip. Und anders als manche das vermuten, gehört beispielsweise das politische Ziel, den Kapitalismus zu überwinden, steht nicht im Widerspruch zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Auch das soll hier mal gesagt sein an der Stelle. Und meine Damen und Herren, mit dem Demokratiefördergesetz schaffen wir jetzt erstmals den gesetzlichen Auftrag für den Bund im Bereich Demokratieförderung, Extremismusprävention, Vielfaltsgestaltung und politische Bildung selbst aktiv zu sein und
und das ist ganz wichtig, auch unsere Zivilgesellschaft finanziell zu unterstützen. Das ist überfällig, das ist gut so, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Kollege, Frau von Storch möchte Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen oder eine Bemerkung machen. Frau von Storch weiß aber schon, dass wir hier über Demokratieförderung reden. Ja, bitte. Ja, vielen herzlichen Dank für Ihren großen Mut, die Zwischenfrage zuzulassen. Es geht um Demokratie und um Demokratieförderung und um die Wehrhaftigkeit, die Demokratie und die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen. Wir sind uns, glaube ich, bewusst, dass innerhalb einer Demokratie der demokratische Meinungsaustausch zulässig ist. Und man darf Feminist sein, man darf aber auch Antifeminist sein. Man darf für die Gender-Ideologie sein, man darf aber auch gegen die Gender-Ideologie sein. Wie ist es da mit demokratischen Grundsätzen vereinbar, dass es eine staatliche Stelle gibt, die mit staatlichen Mitteln finanziert wird, wo die Bürger melden können, und das steht es ausdrücklich auf der Meldestellenseite drauf, sie können hier melden, wenn hier Kundgebungen mit bekannten Antifeministen stattfinden oder wenn Flyer oder Sticker gegen die Gender-Ideologie verteilt werden oder wenn eine feministische Veranstaltung mit antifeministischen Zwischenrufen gestört wird. Dafür geben wir Steuermittel auf, um solche legalen, zulässigen, vertretbaren Meinungsäußerungen in einer Demokratie staatlich zu erfassen und dann irgendwie zu verfolgen. Wie ist das mit demokratischen Grundsätzen vereinbar? Ja. Vielen Dank für die Redezeitverlängerung, Frau von Storch. Erstmal kann ich mir nicht ganz ersparen. Mit Meldestellen kennt sich die AfD ja auch bestens aus. Antifeminismus, das ist ein Phänomen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Das wird gerade auch im Demokratiefördergesetz so genannt. Mein Eindruck ist ehrlicherweise, Sie haben nicht ganz verstanden, was Vielfaltsgestaltung ist. Und um es noch mal ganz klar zu sagen, bevor ich mir Tipps der AfD für Demokratieförderung anhöre, höre ich mir lieber Ernährungstipps in Sachen gesunder Ernährung von McDonald's an. Ich kann darauf auch verzichten. Meine Damen und Herren, wir erweitern mit dem Demokratiefördergesetz gewissermaßen unser Verständnis von wehrhafter Demokratie. Stellen Sie sich unsere Demokratie mal als einen öffentlichen Park vor. Dort gibt es verschiedene bunte, vielfältige Blumen und Pflanzen. Und das ist auch alles völlig okay und so geduldet, so toleriert, außer es gibt giftige Pflanzen, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung angreifen. Dann geht der Staat einher, im Zweifelsfall auch mit der Heckenschere, und sagt, so nicht, liebe Leute. Und die Idee vom Demokratiefördergesetz ist jetzt im Prinzip die, dass wir in der anderen Hand Düngemittel, Wasser haben, um all diese Pflanzen unserer vielfältigen Demokratie zu gießen, um sie wachsen und gedeihen zu lassen, in der Hoffnung, dass sie sich weiter verbreiten in ihrem demokratischen Gedanken und weiter Wurzeln schlagen. Und konkret in Politik übersetzt bedeutet das, dass wir insbesondere durch politische Bildung, und die ist ein großer Bestandteil des Demokratiefördergesetzes, Menschen jetzt auch altersunabhängig dazu befähigen und ermächtigen wollen, sich in unserer Demokratie zu engagieren. Und wir stärken die Menschen, die sich schon jetzt zivilgesellschaftlich in den Demokratieprojekten vor Ort, in der mobilen Beratung, in der Opfer- und Ausstiegsberatung mit aller Kraft einer Ideologie der Ungleichwertigkeit entgegenstellen, weil wir sagen, jawohl, die dort zu unterstützen, das ist unsere Aufgabe, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die ständigen Verdächtigungen der Zivilgesellschaft, ich habe es eben schon gesagt, die gehen mir zunehmend auf den Keks. Und ich kann für die SPD-Fraktion hier klipp und klar sagen, wir begegnen der Zivilgesellschaft auf Augenhöhe und mit Vertrauen. Und auch deshalb wollen wir eine Beteiligung der Zivilgesellschaft an den Förderprogrammen des Bundes im Rahmen des Demokratiefördergesetzes verbindlich und dauerhaft gewährleisten, meine Damen und Herren. Ein zentrales Element, und auch darauf kam ich eben schon kurz zu sprechen, ist das Ziel im Demokratiefördergesetz, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit vorzubeugen. Und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, das ist nichts, was wir uns mal so eben ausgedacht haben, sondern das ist ein wissenschaftliches Konzept, empirisch fundiert. Die Phänomene sind Sexismus, Abwertung homosexueller Menschen, etablierten Vorrechte, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Islamfeindlichkeit, Antisemitismus, Abwertung von Menschen mit Behinderung, Abwertung wohnungsloser Menschen, Abwertung von Sinti und Roma, Abwertung langzeitarbeitsloser Menschen, Abwertung von
asylsuchenden Menschen oder, um es auch noch mal in einfachen Worten zu formulieren, traurigerweise, es sind all die Dinge, die einen AfD-Abgeordneten jeden Morgen dazu motivieren, aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Und diese Einstellungen, die finden wir leider auch in der Mitte der Gesellschaft vor. Knapp 20% der Deutschen stimmen beispielsweise der Aussage zu, Sinti und Roma neigen zur Kriminalität. Und dafür zu sorgen, dass sich solche Einstellungen nicht weiter verbreiten, dafür wollen wir mit dem Demokratiefördergesetz aus tiefster Überzeugung sorgen, indem wir unsere Demokratie von innen stärken. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ministerin Lisa Paus, aber ganz besonders auch bei Nancy Faeser, die bereits mit ihrer Vorstellung als Innenministerin gesagt hat, der Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und deswegen ist die Vorlage dieses Gesetzes nur der konsequente nächste Schritt. Herzlichen Dank. Der nächste Redner ist Matthias Helferich. Liebe Frau Präsidentin, liebe Mitdemokraten, wer glaubt, dass das Demokratiefördergesetz die Demokratie fördert, der glaubt auch, dass der Verfassungsschutz die Verfassung schützt und Zitronenfalter Zitronenfalten. Doch was ist das tatsächliche Telos Ihres Gesetzentwurfs? Ziel des Demokratiefördergesetzes ist es, Ihre Tyrannei der Werte gesetzlich zu statuieren und mit Steuergeldern zu finanzieren. Sie maßen sich an, zu entscheiden, was Demokratie und legitime förderungswürdige Meinungen sind. Sie schaffen sich ein Heer von zivilen Beamten im sogenannten Kampf gegen Rechts, der letztlich ja nur ein Kampf gegen jede oppositionelle Bestrebung im Volke ist. Schauen wir doch mal, was Sie in der Vergangenheit im Rahmen des Programms Demokratie leben mit rund 165 Millionen Euro gefördert haben. Kurzbroschüre, was sind TERFs? Attraktivitätsmomente von Kampfsport aus geschlechtsreflektierender und rassismuskritischer Perspektive. Transvisible, Transsternchen und Arbeitsmarkt 1. Herr Lehmann, wenn Sie nicht mehr so zickig sind, können Sie mir das ja mal erklären, was das ist. Es geht Ihnen um die vermeintliche Anerkennung der Diversität und Gestaltung sogenannter Vielfalt. Es geht Ihnen darum, dass Ihre Trans- und Universalismus-Ideologie mit dem Staat und Volk almagiert. Deutschland soll eine weitere Kolonie des Regenbogen-Imperialismus werden. Aber es ist ja nicht schlecht. Die Kurzbroschüre »Wie umgehen mit extrem rechten Frauen« hat mir ganz persönlich schon oft beim Flirten geholfen. Garant für eine freiheitliche Demokratie ist weder der Verfassungsschutz noch ein Demokratiefördergesetz. Garant für einen vitalen Verfassungsstaat ist eine mutige, wachsame Opposition. Und die wird kein Gesetz der Welt in unserem Land zu schweigen bringen. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion spricht jetzt Linda Teuteberg. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Worin sich die meisten, denke ich, in diesem Hause einig sind, ist, dass es in diesen Zeiten stark um die Selbstbehauptung der liberalen Demokratie geht. Wir denken in diesen Tagen an dunkle Stunden der deutschen Demokratiegeschichte vor 90 Jahren, aber auch am Samstag, eben wurde es schon angesprochen, jährt sich die liberale Revolution, die keinen Erfolg hatte, von 1848, aber übrigens auch die ersten freien Wahlen in der damaligen DDR 1990. Und Gefahren von innen und außen, die drohen der Demokratie, da hat die Bundesinnenministerin recht, und gleichzeitig ist die Situation so schwierig, dass wir uns etwas bewusst machen sollten, wo ich mit Erlaubnis der Präsidentin den früheren Bundespräsidenten Gustav Heinemann zitiere. Es muss darauf geachtet werden, dass das Grundgesetz nicht mit Methoden geschützt wird, die seinem Ziel und seinem Geist zuwider sind. Und ich finde, auch wenn das in ganz anderem Zusammenhang gesagt wurde, sollte uns das auch heute leiten und nachdenklich machen. Denn es geht darum, die Demokratie zu schützen, die unser Grundgesetz meint.
Und so oft in Sonntagsreden von Demokratie die Rede ist, muss man offenbar Selbstverständlichkeiten betonen. Nicht alle, die heute meinen, für Demokratie einzutreten, achten das Gewaltmonopol des freiheitlichen Rechtsstaates. Nicht alle achten den Parlamentarismus, zu dem übrigens auch gehört das Haushaltsrecht des Parlaments. Und das bedeutet auch, dass Förderung in der Regel nicht dauerhaft sein kann. Und Förderung von Zivilgesellschaft ist die Ausnahme und nicht die Regel. Und deshalb... Deshalb ist es legitim zu fragen, was ist eine sinnvolle staatliche Aufgabe, zum Beispiel Beratung von Aussteigern aus extremistischen Szenen und manches andere. Aber auch die Väter und Mütter des Grundgesetzes übrigens, denen war bewusst, dass wehrhafte Demokratie sich auf wenige Instrumente beschränken muss und dass es ein schmaler Grat ist zwischen dem Schutz vor den Feinden der Demokratie und dem Vorgehen gegen politische Mitbewerber oder unliebsame Meinungen. Und diesen schmalen Grat müssen wir auch hier wahren. Und deshalb gilt, der freiheitliche Rechtsstaat, der schützt die Vielfalt, die er vorfindet, an Menschen mit ihren verschiedenen Lebensentwürfen und ihren individuellen Vorstellungen. Aber es ist nicht seine Aufgabe und sein Anspruch, die Gesellschaft und die Individuen nach seinen Vorstellungen zu gestalten. In diesem Sinne werden wir uns in die Debatten einbringen. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/5823 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Weitere Vorschläge sehe ich nicht. Dann werden wir so verfahren. Jetzt rufe ich auf Tagesordnungspunkt Nummer 16, die Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft zu dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Landwirtschaftliche Produkte.